Ich hoffe, ihr habt wieder was zum Knabbern dabei, ihr Hurensöhne. Und damit herzlich willkommen zur 9. Folge der zweiten Kampagne. Hier auf der rechten. Oh, scheiße, nein, was habe ich getan? Hier rechts sind die 7 Kampagnen, also nochmal. Ich hoffe, ihr habt wieder was zum Knabbern dabei, ihr Hurensöhne. Und damit herzlich willkommen zur 9. Folge der zweiten Kampagne von 7 Kampagnen bei Warhammer 40k Space Hulk. Ja, wie gesagt, das sind die 7 Kampagnen und wir waren bei der zweiten stehen geblieben. Ich klicke drauf und nee, oder? Hatten wir letzte Runde gewonnen? Ja, okay, dann sind wir jetzt hier beim Artefakt, das Artefakt. Ich lese vor. In der Mitte des Bildschirmes steht, was ich zu tun habe. Bergen Sie das Blood Angel Artefakt und halten Sie gleichzeitig die Symbionten in Schach. Ich drücke mit der linken Maustaste drauf, daraufhin wird mir ein Bursche sagen, was denn hier jetzt Sache ist. The main attack is now imminent. However, Brother Librarian Galastarius has made a discovery. The Wrath of Baal, long thought lost, is here. Within this hulk. For 9,000 years it has languished here, and with it the artifact it was bearing to Terra. Thought lost for so long, now it will return to us. Sergeant of the squad, accept your orders. 2 squads are at your command. You will deploy your Terminators here. Scans have detected Gene Stealer presence in these areas. Deep scans indicate the target is in this area. Get the squad safely to the exit zone. Locate the artifact and return. To leave it in the hands of the Gene Stealers is unthinkable. Es ist einfach undenkbar, dass dieses heilige Artefakt, das ich in dieser Mission retten werde, in die Hände der sogenannten Gene Stealers fällt. Links unten Missionsziele. Erstens, ich werde es vorlesen, verlorenes Artefakt bergen und zweitens mit Artefakt zu Einsatzbereich zurückkehren. Meine Damen und Herren, ich darf den Einsatzbereich zeigen. Das ist hier, wo meine Maus gerade so dämlich kreist. Da komme ich rein und da muss ich auch am Ende wieder hin, damit die Mission zu Ende ist. Auf dem Weg muss ich durch viele Gänge und es sind viele einzelne Gänge, die auf meinem Weg mit mir verbunden sind. Zum Beispiel diese hier und hier unten alles. Von hier kommen ja die Gegner. Wir haben das hier oben auch. Das ist relativ unangenehm. So. Wie ich das richtig sehe, haben wir hier drei große Räume mit Türen. Ich denke, dass es etwas interessanter wird. Aber dadurch wird es eigentlich nicht leichter oder schwerer. Obwohl doch, es wird leichter. Also der Vorteil beim Raum ist, man könnte 3 so Terminatoren da rein tun und könnte dann jemanden. Ja, man könnte halt 3 Terminatoren rein tun, um sich von einer Richtung zu verteidigen. Bei einem Gang ist ja immer nur einer drin. Da ist es natürlich. Ist nicht so viel Feuerkraft dahinter. Aber selbst wenn ich hier jetzt 3 Leute reintun würde zur Verteidigung, kommen von allen Seiten diese Gene-Stealer. Also, auf ins Gefecht. So, damit willkommen zur Mission. Normalerweise habe ich 2 Trupps, aber
diesmal ist die Auswahl nur auf einen gefallen. In den letzten Videos immer mit zwei unterwegs. Und dieser Trupp nennt sich Trupp Lorenzo. Für alle, die neu sind. Hier unten am Bildschirmrand der Name deutlich in weißer Schrift abgebildet. Der Trupp besteht aus 1, 2, 3, nee, aus 5 Leuten hier unten sind 5. Aber ich könnte hier an 7 Positionen meine Leute runterbeamen lassen. Ja, ist wie bei Star Trek. Und die Frage ist, mit wem fange ich an? Der Trupp besteht aus einem Kommandanten, der hat eine Nahkampfwaffe. Zu sehen an dem Schwertsymbol hier unten, wo meine Maus gerade ist. Dann haben wir den Sahel, Bruder Sahel. Der Name des Bruders steht immer unter dem Symbol mit Flammenwerfer. Dann 3 normale Soldaten mit Gewehren. Okay. Das hier scheint das Amulett, nicht Amulett. Das hier scheint das Artefakt zu sein. Zorn des Baal. Baal ist der Heimatplanet der Blood Angels. Deswegen auch hier ein Planet auf dem Poster abgebildet. Auf dem Wand fehlt Teppich, Standarte. Ja. So, das scheint ein Terminator gewesen zu sein, der vor sehr, sehr langer Zeit gestorben ist. Und seine Rüstung ist natürlich Gold wert für den Orden. Und das müssen wir wieder zurückholen. Es könnte natürlich auch sein, dass dieser Kelch, der hier in der Mitte ist, das ist, worum es eigentlich geht. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Hier scheinen schon sehr viele Totenschädel zu liegen. Von da, wo die Jeans-Dealers rauskommen werden. Und ich mache mir natürlich nochmal einen Überblick oder verschaffe mir einen Überblick über die... Hier sieht es aus wie in einer Kirche. Habe ich was verpasst? Ein Überblick über die Situation. Und es sieht relativ interessant aus. Ich bin gespannt. Und ich überlege gerade. Ich habe nur 5 Leute zur Verfügung. Oder? Nein! Ah, okay, ich sehe gerade, ich habe 7 Leute zur Verfügung, meine Damen und Herren. Unten am Bildschirmrand, Trupp Calestarius ist auch noch am Start. Das heißt also, es sind doch insgesamt 7 Leute. Calestarius hier unten am Bildschirmrand, das ist ein Buch. Das ist ein Buch und dieses Buch steht für Skriptorin und diese Skriptorin. Jeder hat ja seinen eigenen Waffenbereich. Die können mit Telepathie arbeiten und Energiebarrieren errichten, damit die Feinde, ja, blockiert werden, wie ein Schutzschild. So, und Bruder Claudio, das ist unser Nahkämpfer, Experte. Ja. Ist dennoch schwierig. Es muss ja im Endeffekt nur eine überleben. Und das muss derjenige sein, der das Artefakt hat. Ah, wird schon schwierig, wird schon schief gehen. Ja, ich tue Calestarius mal in die Mitte. Und dahinter den Nahkämpfer. Dahinter den ganz hinten den Oberchef. Oder? Nee. Also fast ganz hinten den Oberchef mit Nahkampfwaffe und dann ganz hinten den Flammenwerfer-Typ, damit uns ein bisschen der Rücken freigehalten wird. Und vorne die 3 Soldaten. Ja, wird schon schief gehen. Ich bin relativ unsicher. Ich sehe eigentlich keine Möglichkeit, mich leicht zu verteidigen.
Ich vermute mal, es wird übel hohe Verluste geben, muss ich gestehen. So, wo fangen wir an? Ja, Omnio, du gehst jetzt erstmal da runter. Und öffnest dann die Tür vielleicht. Und du gehst nach oben. Damit zumindest schon mal zwei Wege. Ah, du gehst auch nur nach oben. Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen verklickt. Naja, egal. So, alle anderen laufen schon mal ein bisschen hinterher. Yes, brother, moving. Zug beenden. Ja, es kommen direkt schon in der ersten Runde Viecher raus, das finde ich nicht so geil. Der sollte ja eigentlich die Tür öffnen. Moving ahead. Ich habe ja links unten noch orangene Kommandopunkte. Also es sind ja insgesamt 6 und dann nochmal plus 2 hier unten. Das sollte eigentlich reichen, um den zu killen. Cleanse and burn. So, Goril stelle ich mal dahin und tun auf dem Beobachtungsmodus. Genau, weil die Wichser kommen jetzt gleich. Dich tue ich auch auf dem Beobachtungsmodus. Scanning for enemy movement. Und alle anderen rushen schon mal durch, würde ich sagen, oder? Und dann beende ich den Zug. Je näher die Feinde sind, desto höher soll die Wahrscheinlichkeit, dass ich treffe. So, die unteren Wege, okay. Also die ersten beiden Wege habe ich gut verteidigt, das muss ich schon mal sagen. So, mein Freund, du gehst da oben hin. Und ihr zwei schleicht euch da lang. Yes, Commander. So, du hier gehst wieder auf Verteidigungsmodus und du gehst 1, 2 Schritte jetzt zurück, da ich beschlossen habe, dass hier kein anderer mehr vorbeilaufen wird. Ah, verdammt, jetzt kann er nicht mehr in Verteidigungsmodus. Zug beenden. Ah ne, warte, ich könnte noch eine Energiebarriere machen. Ja, mach ich da oben. Dann kann da nichts durch und dann kann er nächste Runde in Verteidigungsmodus gehen. Von hier oben kommen ja leider auch noch welche, aber das ist wieder was anderes. Das muss ich jetzt gleich erstmal sehen. So, jetzt wird's ganz interessant und lustig. Den kann ich jetzt hier im Verteidigungsmodus. Und ihr zwei, du gehst mal zur Seite und du gehst auch zur Seite. Dann kannst du nämlich einen Schritt rückwärts. Ah nein, jetzt dreht er sich um, der Vollhunk.
Yes, brother. Moving. So. Okay, der bleibt so. Und geht vielleicht einen Schritt zurück, oder? Wie viel kosten das? Ah ne, kostet 2. Scheiße. Gut, Verteidigungsmodus. So, von hinten sind die beiden Wege gesichert. Das ist schon mal optimal. So, von hier werden Viecher kommen, aber dagegen kann ich was wahrscheinlich was machen. Ich mache hier nämlich ein Schild. Eine Energiebarriere. So. Dann kann der sich nämlich schon mal ein bisschen positionieren. So, Kalistarius, der gerade die Energiebarriere gemacht hat, läuft ganz vorne voraus, also der blaue. Und alle anderen watscheln dann wie Enten hinterher. Und dann mache ich wohl Zug beenden. So, das ist jetzt neu. Jetzt kommen von dort auch welche. Also von hier. Ha. Das ist natürlich scheiße. So, jetzt mache ich erstmal Folgendes. Du... positionierst dich mal ein bisschen besser. Ja, und ich hatte sogar einen gratis Schuss. Das war sehr, sehr gut. Du gehst trotzdem in Bereitschaft. So, und du gehst auch in Bereitschaft. Und du hier, du gehst einen Schritt zurück. Genau, Moonwalk und dann auch in Bereitschaft. So. Und jetzt wird's ganz hässlich. Jetzt überlege ich mir, wo ich den nächsten Schild mache. Genau, jetzt zimmer ich nämlich hier ein Schild rein. Und lass mal alle so weit durchsprinten, wie es geht. Also es ist ja der Flammenwerfer-Typ namens Seil, hier ganz hinten. Dann der Chef Lorenzo mit dem Umhang. Dann der Typ mit den Energiekrallen namens Claudio und ganz vorne mein Psioniker. Und ich mache Zug beenden und hoffe, dass es so erstmal funktioniert. So, an der Stelle speichere ich jetzt. Speichern. Speichern. Zurück zum Hauptmenü. Und jetzt klicke ich mal hier auf Kampagne, genau. Und jetzt sehe ich wieder die 7 Kampagnen. Und da mache ich dann beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns. Tschüss.